Moin Moin, rchelitreff.de hier. Heute wollen wir mal einen Blick auf die Mechanik werfen, die in den EC 135 von mir rein soll. Das ist eine T-Rex 700 V2 Mechanik, also eine E-Mechanik. Und die ist auf linksdrehend umgebaut. Das heißt also, das Freilauflager wurde einfach gedreht. Schrägverzahnung ist drin. Heck ist auf Untersetzungsverhältnis 1 zu 4,73 umgebaut, also mit einem 22er Rad hinten, also Zahnrad am Heckabtrieb, sodass also ein anderes Untersetzungsverhältnis zustande kommt. Dafür musste ich auch das Motorgegenlager umbauen. Ich kann mal ganz kurz reinfilmen hier. Also wir haben hier einmal auf der vorderen Seite das Motorgegenlager, ich weiß nicht, ob das ein bisschen dunkel ist. Das hat so eine leichte Einkerbung, sodass das etwas breitere Autorotationszahnrad da drin dann auch noch ein bisschen Luft findet und nicht hier an dem Motorgegenlager schabt. Hier hinten ist das 22er Zahnrad dann mit drin, was also das andere Untersetzungsverhältnis macht. Dazu haben wir dann noch einen 450er Motor. Mal gucken, da ist er schon. Da 750 MX, 450 kV. Und hier oben kann man also gleich sehen, dass das Ganze dann links rumdreht, also gegen den Uhrzeigersinn. Ich habe Telemetrie mit angeschlossen, sodass man auch die Drehzahl sehen kann. Da ist eine Gasgrade eingestellt. Governor Mode mit dem IC 120 kV. Das ist ein Castle-Regler, Standard aus dem Bausatz. Der ist super soft im Anlauf und auf dem Video kann man jetzt auch sicherlich gleich mal mitzählen, wie viele Sekunden er braucht, um auf volle Drehzahl zu kommen. Ich starte das Teil jetzt einfach mal. Geht ein bisschen schneller. An hat schon ein bisschen gedauert. Ich werde es gleich mal nachzählen und schreibe alle anderen technischen Daten zu diesem Heli dann auch in die Beschreibung, die unter dem Video zu sehen ist.